Hallo ihr Lieben, ich zeige euch hier einmal unsere Kolonie Polyarris divis. Ja, sie ist eine polygyne Ameisenart mit mehreren Königinnen und ist auch von Südostasien bis Nordaustralien weit verbreitet. Diese Art hat wie die Ökophilas maritima die Eigenschaft, ihre Nester mit Hilfe ihrer Larven zu verweben. Allerdings ziehen diese nicht Blätter an langen Ketten zusammen, sondern nutzen loses Material, was dann in die Nester eingearbeitet wird. Die Nester sind häufig in Bodennähe, in Büschen, an Felsen und teilweise auch an Gebäuden vorzufinden. Aber auch hoch oben in Bäumen. Hier sehen wir ein Nest, welches ca. 1 Meter im Durchmesser ist und sich in ca. 8 Meter Höhe befindet. Sie leben zwar in tropischen Habitaten, aber man kann diese Art auch bei weniger feuchter bzw. trockener Luft halten. Sie ist sehr anspruchslos und ernährt sich von allen möglichen Insekten sowie zuckerhaltiger Nahrung. Daher auch gut als Einsteiger-Ameisenart geeignet. Ja, sie leben hier bei uns in einer Arena 60 x 30 x 30 cm. Und das Nest ist hier in diese Arena mit integriert. Und dazu haben wir hier so einen Teil von einer Korkröhre genommen. Die sind ja so leicht gewölbt, immer diese Korkstücke. Und die haben wir dann an die Scheibe geklebt. Und diesen Hohlraum haben die Tiere dann auch schon nach kurzer Zeit so verwebt, so genutzt als ihr Nest. Das hat ihnen aber nicht ganz ausgereicht, so dass sie auch die benachbarten Kunstpflanzen mit eingewebt haben. Damit die Nester von Feinden wie Vögel nicht entdeckt werden, haben die Ameisen die Eigenschaft, keine richtigen Straßen anzulegen. Ja, sie laufen eher großflächig einzeln herum. Bei Erschütterung oder anderen Störungen erstarren sie, um nicht entdeckt zu werden. Anders als bei zum Beispiel Formica fusca, die dann panisch herumlaufen, um den Feind vom Nesteingang abzulenken. Da diese Arena jetzt aktuell als Nest-, Futter- und Abfallbereich dient, das heißt, wir haben wirklich hier alles jetzt zusammen in einem Behälter, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das Ganze halt auch zu handeln bzw. auch zu reinigen. Und das ist der Grund, dass wir uns überlegt haben, das Ganze jetzt einfach nochmal ein bisschen zu erweitern, dass wir das Ganze abtrennen. Und da hatte ich einen Kollegen darum gebeten, sich einfach mal Gedanken dazu zu machen. Und welche Idee er hat, also was seine Lösung dazu ist, das wird er euch einfach jetzt mal zeigen. Hallo Leute, wir werden heute den Futter- und Abfallbereich von dem Nestbereich trennen. An sich gibt es da mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich für die N-Cube 30x30 Arena entschieden, da diese optisch ganz gut zu der alten Arena passt. Das Problem ist aber, dass die alte Arena der Centerbauweise eine seitliche 27er Bohrung hat und die neue Arena der N-Cube Baureihe mit einer 50mm Bohrung versehen ist. Dafür bieten wir aber mehrere Lösungen an. Einerseits könnte man die Bohrung mit einem 50mm Formicarion stopfen, mit einer 27mm Bohrung versehen und damit verschiedenen 27mm Beckenverbindern verbinden. Oder man verwendet einen Beckenrohrverbinder 27mm zu 40mm oder 50mm sowie eine Formicarium-Schraubbuchse für 50mm, die über einen Rohrverbinder verbunden wird. Das sieht dann wie folgt aus. Das andere Ende verschließe ich mit einem 50mm Gittereinsatz. Als Bodengrund nehme ich eine dunkle Sand-Lehm-Mischung, damit die Abfälle nicht so auffallen. Als Hintergrund nehme ich die Rückwand Regenwald. Mit der Dekoration bin ich hier etwas sparsam, damit ich den Bodengrund später leichter austauschen kann. Daher stelle ich hier nur eine Wurzel rein. Selbstverständlich bieten wir noch eine Vielzahl anderer Dekoartikel an, wie diese hier. Okay. Ja, danke Melvin. Ja, wir hoffen, wir konnten euch wieder mit ein paar nützlichen Informationen versorgen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.